Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 17. Juni 2011. Ja, also vor 5 Tagen hat ein Vertreter der Wiener Gruppe, Hans-Karl Artmann, eben den 90. Geburtstag gehabt. Also zumindest ist er schon tot, aber wenn er noch lebte, wäre er 90 geworden. Also das mal kurz mal zur Wiener Gruppe. Also die Wiener Gruppe war eben eine Dichtergruppe aus den 60er Jahren und die bestand aus Konrad Beyer, Gerhard Rühm und Hans-Karl Artmann. Oder nur H.C. Artmann gesagt, genannt. Ja, und weil Hans-Karl Artmann eben am 12. Juni Geburtstag gehabt hätte, wenn er noch lebte, und zwar am 90. einen runden Geburtstag, habe ich mir gedacht, da sollte ich eben etwas aus seinem Hauptwerk etwas vorlesen. Und zwar sein Hauptwerk, das umfasst mehrere Gedichte im Wiener Dialekt. Und wie heißt eigentlich dieses Hauptwerk? Mit einer schwarzen Tinte. Ja, und aus Mit einer schwarzen Tinte, da lese ich das vor. Und zwar das erste, was ich vorlesen werde, ist der letzte Teil aus Drei Gedichte für den Moni. Hast das nicht gehört? Meine Stimme in der Nacht, meine Stimme aus den Bäumen, aus den Larien, aus den Blallen, aus den Dreht, aus dem Gras. Hast das nicht gehört? Meine Stimme in der Nacht, wie es wir standeln an der Fenster gitscht. Meine Stimme in der Nacht, wannst grad zuhörst. Hast es nicht gehört? Meine Stimme in der Nacht, wie es wir binnen über dein Bett summt. Meine Stimme in der Nacht, wannst grad offen hast. Hast noch nie an der Nacht meine Stimme gehört, wie es immer und immer, ohne aufzehren, deinen Namen sagt. Ja, also, warum ich hauptsächlich den letzten Teil davor gelesen habe, ist deshalb, weil der Hans-Karl Artmann oder H.C. Artmann nicht wirklich so bekannt ist in der Öffentlichkeit. Oder nicht mehr, besser gesagt. Und deshalb habe ich halt dieses Gedicht vorgelesen. Das zweite Gedicht, was ich vorlesen werde, ist, warum ich sowas vorlesen werde, ist, weil der in dem Gedicht genannte Herr auch, so wie ich, mit Vornamen, also Lorenz heißt. Also das heißt, bitte an einen Heuchler Lorenz. Heuchler Lorenz, mit deiner göden, leichten Haut, ich bitte herzu und schau aber, du Heuchler Lorenz, auf dein Badensee. Es gehört ja dir. Nimm dein Flügeln und steig ober von himmlischen Lilienbrotrost. Steig ober auf unser Bradensee und verjag das Gesindel und das, was jetzt die letzten Emmerdecken heißeln. An alten Urtrost anreißen lassen will, weil jags mitsamt ehrenere Grabner und Schafen, mitsamt ehrenere Brechstagnern und Baggermaschinen, an Brennhasen Großmächten, glitterten Eisenbrotrost, du Heuchler Lorenz, nimm mit deiner schönen, leichten Hand und jagst damit unseren guten, alten Bratensee zum Teufel. Also ja, offensichtlich hat er mit einem Heuchler Lorenz einen Streit gehabt. Also das müssen wir nicht unbedingt so groß wissen, also Hauptsache ich habe es jetzt gelesen.
Weil dieser Heuchler auch, wie ich, mit Vornamen Lorenz heißt. Gut. Und ja, die letzte Sendung, also vor 2 Wochen, haben wir eben die Physik betrachtet. Und anderem auch die Astrophysik darunter. Und da, daher lese ich auch als Abschluss für die heutige Sendung Astronomie vor, auch aus diesem Gedichtband. Wenn einer ein Sterngucker ist, schaut er sich alle Tag nach der Arbeit auf die Nacht seine Sterne an, wäre eben ein anderer auf die Nacht nach der Arbeit alle Tag sein Markenalbum anschaut, wenn er zufällig ein Markensammler ist. Ja. Das war Astronomie. Und Astronomie, drei Gedichte für die Moni. Und bitte an den heichlen Lorenz. Sind alle in dem Gedichtband mit einer schwarzen Tinte vorhanden. Das ist das Hauptwerk von H.C. Artmann. Gut. Und jetzt wieder zurück, weg vom Wienerischen. Also ich bedanke mich eben natürlich wie immer für das Zusehen der Sendung und wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen!